Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, bin ich unterwegs. Es ist jetzt gerade 12.08 Uhr. Ich bin auf der A2 Richtung Norden unterwegs. Wie man hier vielleicht ganz gut erkennen kann, noch 431 Kilometer. Das wird meine erste Etappe sein, wo ich einen Zwischenstopp für eine Nacht machen werde. Und von da aus geht es dann weiter Richtung Norwegen. Dort möchte ich, soweit das möglich ist, 3 Wochen durch Südnorwegen touren, sowohl mit dem Fahrrad wandern, mit dem Bulli, Städte, Fjorde, Berge, alles, was sich irgendwie so ergibt. Einen richtig festen Plan habe ich nicht, außer den ersten Anlaufpunkt, der kurz nach der schwedisch-norwegischen Grenze schon ist. Und von da aus wird sich dann alles Weitere ergeben. Jetzt hier auf dem Weg werde ich auch die ein oder andere Aufnahme machen, wo ich mir schon oft gedacht habe, wenn ich so Richtung Norden gefahren bin, das müsste ich eigentlich mal filmen und euch zeigen. Und ja, lasst euch überraschen. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und euch das anschaut. Und alles Weitere dann unterwegs. Ja, und 100 Kilometer später, so wie es sein muss, zähfließender Verkehr bis kurze Stillstände zwischendurch. Aber das gehört auf der A2 immer dazu. Es wäre schon merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Und hier haben wir jetzt typisches Sommerwetter von strahlendem Sonnenschein in Weltuntergangsstimmung. Und es sind noch 196 Kilometer. Läuft. Freie und Hansestadt Hamburg. Und schon reißt der Himmel auf. Ich hoffe, dass ich hier gleich filmen kann, dass nicht zu viel Verkehr ist oder ich gerade hinterm LKW stecke. Weil wenn man da so Richtung Industriehafen fährt mit den ganzen Krananlagen und diese Riesenbrücke, die rechts davon ist, das sieht unheimlich faszinierend aus. Das würde ich gerne filmen. Wenn es in dem Tempo weitergeht, kann ich auf jeden Fall gut filmen. Muss nur ein bisschen Abstand halten zu dem restlichen Verkehr. Lieber mit dem Bulli am Strand als mit dem Porsche zur Arbeit. Genau, ein schöner Spruch da an der Seite. Hier sieht man jetzt schon mal so einen kleinen Teil, da hinten von den einzelnen Krähen. Aber ich komme ja auch noch näher dran. Dort zur Seite sieht man auch schon mal so ein paar Krähen hier vom Hafen. Und da hinten kommt die Brücke, was ich vorhin erwähnt habe, vor einer halben Stunde und 4 Kilometern. Hab ich ein Glück, dass hier so viel Verkehr ist, dann kann ich wenigstens in Ruhe filmen. Da sieht man jetzt schön die Brücke. Ich kann nicht so genau zur Kamera gucken, weil ich auf den Verkehr achten muss. Ich zoome einfach mal so ein bisschen und denke mir, dass ihr das gut erkennen könnt. Finde ich halt immer faszinierend, wie klein die LKWs da aussehen. Auf diesem Riesenteil. Und auf der anderen Seite hier sieht man dann schön die Kräne. Und nachher auch noch den Hafen. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch dann filmen kann. Da kommt jetzt ein Teil von diesem Hafenbecken. Finde ich jedes Mal wieder super interessant. Ich hoffe, man kann das auf den Aufnahmen nachher gut erkennen. Und zu der Seite dann halt diese riesen Krananlagen. Jetzt geht es gerade ein bisschen zügiger weiter. Ich muss die Kamera jetzt mal wieder weglegen. Wobei, das müsst ihr noch sehen. Irre, oder? Wie groß das alles ist. Ich hoffe, ich halte die Kamera richtig, weil ich nach vorne gucken muss und die Kamera links aus dem Fenster halte. Und jetzt geht es hier gleich weiter Richtung Elbtunnel. Finde ich auch immer sehr schön.
Ja, jetzt geht's hier in den Elbtunnel. Jetzt hat mich gerade dieses neue Navi, erzähle ich euch später mal was zu, warum ich ein neues Navi habe, irgendwie ein bisschen irre geführt. Ich hoffe, ich bin jetzt auf der richtigen Spur, weil das auf einmal anfing, ganz rechts, ganz links, in der Mitte halten, dann doch wieder ganz rechts. Das ist dann immer schwierig, wenn hier auch noch so viel los ist. Aber alle Wege führen nach Flensburg. Aber ist das nicht herrlich mit den ganzen Lichtern hier drinnen? Auch wenn es voll ist, aber es ist trotzdem irgendwie schön. Elbtunnel, wie gesagt. Es ist jetzt 15.45 Uhr, der 20.08.2021, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und ab hier beginnt dann so eine Serie über Norwegen im Grunde. Und wieder Stillstand. Ah, Entwarnung, doch kein richtiger Stillstand, nur so zwischendurch staute sich ein bisschen. Also Elbtunnel habe ich bisher immer Glück gehabt. Ich hoffe, das bleibt auch heute so. So, der nächste Tunnel, immer noch rund um Hamburg hier. Das ist halt, wenn man freitags mittags erst losfährt nach der Arbeit und dann hier im Grunde jetzt 16 Uhr, ist ja auch eine Hauptverkehrszeit schon, unterwegs ist, dann lässt sich das nicht vermeiden. Aber man muss ja immer noch dankbar sein, dass es im Grunde rollt und nicht steht. Schaut mal hier, Höhe Kiel-Rendsburg ungefähr. Auch eine herrliche Aussicht. Auch zur anderen Seite. Auch so eine Fahrt hat schon ihre Reize. Ich würde sagen, in 1,5 Kilometern erreichen Sie das Ziel. Bormoplatz Flensburg Hafen. Das Ziel liegt links. Das sieht gut aus. Ihr habt gerade schon gehört, die Navi-Tante hat es auch schon erzählt. Ich bin jetzt so gut wie da und dann melde ich mich dann gleich nochmal ganz kurz. Ja, so sieht jetzt mein Stellplatz aus. Zwar stehen hier links und rechts neben mir auch welche, ist relativ voll die Ecke diesmal. Aber ich habe trotzdem Glück gehabt, hier ein Plätzchen direkt am Wasser wieder zu bekommen. Und ja, ist halt herrlich. Ich gönne mir jetzt ein Glas Rotwein und dann werde ich den Tag gemütlich ausklingen lassen. Bin schon seit 3:30 wach. Jetzt müsste es so 18 Uhr ungefähr sein. Bis 12 Uhr war ich unterwegs. Erst arbeiten, dann musste ich noch in eine VW-Werkstatt, weil eine Hecktürdichtung defekt war. Die sollte eigentlich Dienstag gewechselt werden, ist aber die falsche geliefert worden. Die kam heute erst. Und deswegen habe ich gesagt, dann auf einem Weg halte ich bei VW an. Dann haben die eben die Dichtung reingemacht für die Flügeltür hinten. Und bin von da aus dann um 12 weitergefahren. Habe diesmal so ungefähr 5,5 Stunden gebraucht. Das ist echt eine sehr, sehr angenehme Zeit. Trotz des vielen Verkehrs zwischendurch. Aber das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein für heute. Das Video wird dann ja gleich im Grunde für euch weitergehen, weil ich dann die Fahrt ja weiter filme, wo ich sehe, dass es sich lohnt. Aber für mich ist der Tag jetzt gelaufen. Ja, ich hatte jetzt die Gelegenheit, gestern Abend doch nochmal umzuparken und stehe wieder auf dem äußersten Stellplatz, den man hier haben kann, mit herrlichem Blick aufs Wasser und zur dänischen Seite, werde aber einen Tag pausieren müssen. Mich quält mein Rücken schon seit einer Woche. Ich wollte deswegen aber nicht den Urlaub irgendwie verfallen lassen oder sonst was oder Krankschreibung, sondern trotzdem los, muss aber doch heute mal einen Tag Pause machen und versuchen, das Ganze so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Daher gibt es jetzt einen Tag Reiseunterbrechung und morgen geht es dann hoffentlich fit weiter. Guten Morgen, ich verlasse gerade Flensburg und bin auf dem Weg Richtung Kolding Abenra in Dänemark. Und alles weitere gleich auf der Fahrt. Meinem Rücken geht es heute deutlich besser dank Wärmepflaster und einigen Tabletten.
daher sollte jetzt einer guten Tour nichts im Wege stehen. Ja, wie ihr sehen könnt, da kommt das Schild Dänemark, 1 Kilometer. Ich habe jetzt noch bis zu meinem Ziel 810 Kilometer. Ich weiß gar nicht, ob ich das an einem Stück fahren soll oder nicht. Vielleicht, wenn es irgendwo schön ist unterwegs, mache ich auch noch einen Zwischenstopp. Da lasse ich mich einfach überraschen. Aber jetzt geht's erstmal runter hier zur Grenze. Und davor gibt es noch diese Shops. Da hat man mir auch gesagt, da könnte ich ganz günstig nochmal Getränke kaufen oder sowas. Aber ich denke mal, das ist alles nicht unbedingt zwingend nötig. Jetzt muss ich hier erstmal aufpassen wegen der Geschwindigkeit. Ich bin hier ja mit dem Fahrrad das letzte Mal hergekommen und hier steht echt alle paar Meter ein Blitzer. Das ist nicht so schön. Bin mal gespannt, ob es jetzt auch so Corona-Kontrollen gibt hier bei der Einreise. Ist ja mehr oder weniger einfach geworden. Und hier noch eben kurz einen Blick so auf den Einfahrt, auf die Einfahrt zur Grenze. Aber da darf man ja nicht filmen, soweit ich weiß. Also lassen wir das mal lieber. Ja, der erste Grenzübertritt, das war sehr entspannt. Nur eben Ausweiskontrolle, Corona-Kontrolle. Und schon geht's weiter. Ja, jetzt muss ich mich erstmal selber hier so ein bisschen orientieren, was Geschwindigkeiten und angeht. Wenn was Schönes ist, werde ich es euch zeigen, sofern es möglich ist. Also ich muss sagen, der Eindruck von Dänemark nach jetzt 100 Kilometern fast sehr grün. Hier so in dieser Region dünn besiedelt. Gelegentlich mal Industrie oder so kleine landwirtschaftliche Betriebe am Wegesrand. Aber ansonsten nicht wirklich viel zu sehen. Und die Autobahn sehr frei, sehr gut. Ja. Man könnte auch sagen, das Fahren ist hier ein wenig ermüdend. So wie es aussieht, fahre ich jetzt gleich über die erste Brücke. Wenn die Straße jetzt noch einen Knick leicht nach links macht, wo ich von ausgehe. Ja, das tut sie. Sehr schön. Auf die Brücken freue ich mich ja so ein bisschen. Ist zwar eine kostspielige Sache, aber was nimmt man nicht alles in Kauf dafür, dass es schön sein soll? Immer schön auf die Geschwindigkeit achten. Ach, ist das herrlich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auch schon so gesehen hat. Da eine leichte Seitenansicht. Sah toll aus. Vielleicht ein bisschen schnell, aber hier so beim Autofahren kann man das immer schlecht einschätzen. Es sieht super aus. Und das ist nur so eine kleine oder relativ kleine Brücke im Verhältnis zu dem, was da noch kommen soll. Sehr schön. Ja, erster toller Eindruck oder Erlebnis hier auf dänischer Seite. So wie das auf dem Navi zu erkennen ist, müsste jetzt gleich die nächste Brücke kommen. Rechts und links von mir ist schon Wasser laut Navi, aber man kann es noch nicht sehen. Da sieht man das, was ich meinte. Boah. Wahnsinn. Das ist ein Bauwerk, oder?
Also wenn da keiner einen Kommentar zu schreibt, dann weiß ich es auch nicht. Das ist ja irre. Ich hoffe, man erkennt das auf der Kamera so, wie es hier ist. Wahnsinn. Natürlich auch der Blick aufs Meer hier ist toll. Aber die Brücke ist ja wohl der Hammer. Ich darf mich nicht zu sehr ablenken lassen, muss auch mal auf die Schilder gucken zwischendurch hier. Ja, da binkt es schon, ich bin zu schnell. Schön vorsichtig machen wir. Unglaublich schön. Sonst filme ich ja beim Autofahren nicht so viel, aber auf dieser Reise ist mir das echt ein eigenes Video wert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Aber ich finde es toll. Und wenn es mir gefällt, ist doch alles in Ordnung. Und das wird noch besser. Seht ihr diesen Bogen? Geht's gleich noch mal über diese... Ja, nee, ich bin ja schon auf der Brücke die ganze Zeit, aber da geht's noch mal so ein Stück rüber mit zwei solchen großen... Ich weiß nicht, wie sie heißen. Diese Ständer von der Brücke mit den Stahlseilen. Ach, und bei schönstem Wetter bin ich ein Glückskind. Noch schöner wäre es jetzt mit einer Beifahrerin. Mann, Mann, Mann. Solche Touren wären zu zweit definitiv schöner. Aber auch so echt ein Genuss. Echt ein Genuss. Wahnsinn. Der Haken an der Sache ist, so wie ich das verstanden habe, kostet die Überfahrt hier pro Strecke 50 Euro. Das ist natürlich nicht ganz ohne, aber solche Bauwerke müssen ja auch finanziert und instand gehalten werden. Dafür kostet der Rest hier durch Dänemark, soweit ich weiß, keine Maut. Ach, da vorne auf diesem kleinen Stück Land zwischen den Brücken hier ist ein Leuchtturm. Es wird immer besser, immer besser. Hier müsste jetzt noch ein Parkplatz sein. Da würde ich glatt erstmal ein Stündchen verweilen, glaube ich. Ist das nicht ein herrliches Fleckchen Erde hier? Sieht man den Leuchtturm hier rechts auch, glaube ich, mal ganz gut. Ja. Und dann hier diese Hängebrücke. Direkt vor mir. Da oben sind Kraniche. Oder waren es doch nur Möwen? Die Sonne blendet sehr. Windkraftanlagen und diesen befestigten Bereichen. Dann diese großen Frachtschiffe da. Sehr beeindruckend. Ja, das ist einer der Hauptgründe, wenn ich es nicht schon gesagt habe, warum ich auf jeden Fall nicht den Seeweg nehmen wollte, sondern über Land fahren. Definitiv die richtige Entscheidung. Hier sieht man jetzt schön diese ganze Konstruktion mit den Stahlseilen und mal so ein Auto im Vergleich dazu.
mal eine Vorstellung, wie groß das Ganze ist. Ja, hier habe ich jetzt erstmal in der falschen Spur gestanden. Das funktionierte nicht mit dem Bargeld bezahlen. Jetzt gucke ich mal, wie das mit der Karte hier ist. Ja, was eine Zitterpartie. Zittern wortwörtlich die Hände gerade. Weil ich mit dem Bargeld erst nicht zahlen konnte und dann rückwärts aus dieser Mautstation wieder raus musste. Gott sei Dank war keiner hinter mir. Und jetzt hat das mit der EC-Karte dann auch alles gepasst. Waren jetzt 245 dänische Kronen, die ich da zahlen durfte. Ist schon irgendwie aufregend, wenn man das so macht, ohne dass dann irgendwie Leute da sind oder sonst was, weil das funktioniert ja alles nur noch über Maschinen. Aber es hat funktioniert, es geht weiter. Also immer mit Karte zahlen und nicht mit Bargeld. Das funktioniert irgendwie doch nicht so. Mittlerweile befinde ich mich in Kopenhagen. Also an Kopenhagen fahre ich vorbei. Und hier ist die Autobahn vierspurig und dann auch deutlich voller. Aber ist ja auch nicht gerade ein kleines Städtchen hier. Aber immer noch gut zu fahren. Ich finde die Kilometerangaben hier immer ganz witzig. In 318 Kilometern rechts abbiegen. Vorhin war schon mal sowas in der Art. Da sieht man mal, was das für eine Weite ist hier. Und hier kommt mal wieder eine Brücke. Ist eine kleine. Aber die Aussichten sind ja trotzdem immer sehr schön. Towers. Ganz nette Gebäude hier. Die Dänen können auch groß und trotzdem schön. So, jetzt kommt die Öresundbrücke. Die soll ja auch noch mal was ganz Besonderes sein. Wer bis hierhin durchgehalten hat mit dem Gucken, schafft das auch noch. Ihr müsst immer dran denken, für mich ist es ein schöner Zeitvertreib, hier was zu filmen und euch zu zeigen. Und es sind schließlich auch 1.500 Kilometer, die hier zusammenkommen. Ach, Tunnel. Ich dachte, Öresund ist eine Brücke. Jetzt unterm Wasser her. Auch sehr schön. Wow. Boah, das hat ja was. Und es wird schlagartig kühler. Na Leute, hier geht's richtig bergab. Das ist schon cool. Wieder mal kommt Licht am Ende des Tunnels. Da müsste man dann rechts und links hier nochmal schön das Wasser sehen. Boah, ist das grell. Ich hatte die Sonnenbrille abgesetzt im Tunnel. Jetzt blendet es ganz schön. Ja, herrlich. Zu beiden Seiten wieder Wasser. Ein Offshore-Windpark, na gut. Und da kommt die Brücke, was ich vorhin meinte. Und jetzt werde ich noch flott überholt von einem tschechischen Pärchen hier. Die auch beide am Strahlen waren. Echt ein Träumchen, diese Strecke. Aber
ich habe gleich, glaube ich, die ersten 400 Kilometer. Ja. Und dann wird es mal Zeit für ein Päuschen. Beeindruckend. Das ist echte Baukunst hier. Ich bin immer noch total fasziniert. Und die Bögen der Brücke kommen da vorne erst. Hier nochmal dieses Prachtstück von Bauwerk. Mit diesen monströsen Stahlseilen, die da runterhängen. Mal das Radio kurz leiser machen. Wahnsinn. Also ich bin gerade am Kopfschütteln hier. Das ist echt gutes Gefühl, hier so durchzufahren. Einer meiner kleinen Wünsche von meiner Liste kann gestrichen werden. Wobei kleiner Wunsch ist untertrieben. Schon ein großer Wunsch gewesen, hier mal hinzukommen. Und nach dem Öresund-Überquerung hier kommt wieder eine Mautstelle. Mal schauen, was es diesmal kostet. Ja, das waren jetzt etwas über 450 dänische Kronen. Es tut schon ein bisschen weh, muss ich echt sagen. Aber was soll man machen? Schöne Dinge kosten Geld. Das war so, das ist so und das wird wahrscheinlich irgendwann unbezahlbar sein. Ja, hier in Schweden ist es ähnlich wie in Dänemark. Viel Landschaft, viel Landwirtschaft, so die ein oder anderen roten Häuschen. Was ich aber schön fand, hier stand gerade das erste Schild, Achtung Elche. Und dann die klassischen kleinen Häuschen hier. Schauen, was noch so kommt. Aber ein Elch auf der Autobahn muss es nicht sein. Ja, die Autobahn ist da voll gesperrt und jetzt geht's über Land. Bin mal gespannt, was es da alles so gibt. Ja, sowas Schönes hat man, wenn man über Land fährt und im Stau steht. Könnte ich mir jetzt gerade drunter stellen, warm genug ist es. So sieht man auch was von Schweden, wie es über Land aussieht. Ähnlich wie Sauerland, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem sehr schön. Es ist angenehm warm. Der Wind kommt so ein bisschen ins Auto rein. Auch wenn ich nur mit 20 km/h fahre, aber es geht zumindest voran. Aber so sind natürlich fast 900 Kilometer ein ganz schöner Ritt. Muss man auch mal sagen. Ja Leute, ich bin jetzt mehr oder weniger genau 10 Stunden unterwegs für 540 Kilometer. Ich bin ziemlich platt und muss mal gucken, ob ich mir nicht doch nochmal ein Plätzchen suche, weil es jetzt noch 299 Kilometer sind. Und ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, es wird jetzt hier auch hügeliger und jetzt kommen die ersten Tunnel in Schweden und das sieht sehr massiv und ursprünglich aus, so wie das hier gemacht ist. Wunderschön. 1000 Meter, glaube ich. Ach ja, man sieht das Ende schon, aber egal. Schön ist schön, von 1981. Klasse. Rechts und links sieht man richtig den Fels, wo es hier reingearbeitet ist. Sehr schön. Hier geht es jetzt Richtung Zentrum Göteborg. Da vorne noch das ein oder andere Highlight, dieser Funkturm.
Wolkenkratzer Riesenrad. Da ist ein ganzer Freizeitpark, sehe ich gerade, mit der Holzachterbahn und so. Nicht schlecht mitten in der Stadt. Bestimmt gut besucht, wenn erlaubt. Ja, ich bin gerade einmal von der Autobahn runter. Hier seht ihr da vorne im Hintergrund, glaube ich, ganz gut, weil hier so ein Fjord ist. Und das sah so toll aus auf der, an der Vorbeifahrt da. Und da ich eh ziemlich erschöpft bin und noch 150 Kilometer muss, dachte ich mir, ist eine sinnvolle Pause hier. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich doch noch hier an diesem Fjord, irgendwo zwischen Göteborg und der norwegischen Grenze. Ich müsste so 50 Kilometer hinter Göteborg sein. Ich bin einfach zu platt zum Weiterfahren. Es war jetzt ja schon ein paar Mal am Tag, dass ich echt so müde war, dass es nicht weiterging erst und dann doch wieder aufgerafft. Und ja, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Ich werde jetzt hier die Nacht verbringen und dann morgen die letzten 150 Kilometer nach Norwegen zu meinem Startpunkt fahren. Guten Morgen zusammen. Ich bin wieder am Rollen. Bin wie immer so gegen 5 aufgestanden. Jetzt ist es, Punkt 6. Erstmal gefrühstückt schön und alles fertig gemacht. Bin jetzt auch deutlich ausgeruhter. Ich habe gestern schon um 20 Uhr gelegen und bis 5 Uhr durchgeschlafen. Und echt tief und fest. Habe also nichts mehr mitgekriegt. Anfangs war es noch ein bisschen unruhiger auf diesem Parkplatz, aber danach eine herrliche Ruhe. Was ich jetzt heute Morgen mit Erschrecken gelesen habe, dass ab heute Deutschland wieder als orange gekennzeichnet ist, von wegen Risikogebiet, Corona, und dass es den Norwegern vorbehalten ist, auch wenn man geimpft, genesen oder getestet ist, einen überhaupt ins Land zu lassen. Wäre für mich jetzt natürlich der Super-GAU, weil ich ja nur 130 Kilometer vorm Ziel im Grunde übernachtet habe und dann gestern die Einreise noch möglich gewesen wäre und heute dann unter Umständen nicht. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass es klappen wird. Und wenn nicht, dann sehe ich weiter. Also jetzt ab nach Norwegen. Noch 123 Kilometer. Und da vorne kommt wieder so eine schöne Brücke. Gerade 5 Kilometer unterwegs und das erste Highlight des Tages. Wie kann man so begeistert sein von solchen Kleinigkeiten immer? Ich weiß es nicht, aber ich bin's. Auch wenn ich allein unterwegs bin, ich freue mich für 2, könnte man meinen. Schön. Hier nach rechts sieht man den Sonnenaufgang. Ich halte mal die Kamera einfach rüber und hoffe, dass es drauf ist. Und auch das Fjord. Und zur anderen Seite sieht man jetzt schön schon die Berge, den Vollmond im Hintergrund noch. Ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Wahnsinn. Da kommt mal wieder ein Tunnel. Ich könnte hier durchgehend die Kamera raushalten, weil die Landschaft so schön ist, aber das wird wahrscheinlich den eh schon gesprengten Rahmen, was die Zeit angeht, völlig außer Bahn werfen. Aber ich bin begeistert. Und Norwegen soll ja um Vielfaches eindrucksvoller sein. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich demnächst vor Begeisterung kaum bremsen können. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die Scheiben so ein bisschen beschlagen und die Spiegel sogar draußen. Ich bin jetzt von
13 Grad auf 7 Grad von der Temperatur runtergegangen. Durch dieses konstante Berg auf, Berg ab hier hat man doch eine ganz andere Temperaturzone auf einmal. Hier sind Radioteleskope schön zu sehen. Es ist unglaublich, das Land. So abwechslungsreich. Na ja, gut. Und nächste Tunnel. Ja, das Navi zeigt mir an Ländergrenze. Hier kommen jetzt die ersten Schilder, ob man was deklarieren will, was den Zoll angeht oder nicht. Dann ist jetzt gleich die Stunde der Wahrheit. Lassen Sie mich rein oder auch nicht. Also da war jetzt gerade Baustelle und keine Grenzkontrolle und jetzt geht es hier über so eine Brücke. Oh, Gegenverkehr. Okay. Und man sieht nicht wirklich, wo man hinfährt. Man wird hier um so Schranken gelenkt, dass man auch ja nicht schnell ist. Ich bin schon wieder zu schnell, scheiße. Hier ist 30. Entschuldigung für die Aussage. Ja, da ist die Grenzstation. Ja, das ging besser als ich dachte. Man macht sich immer zu viele Sorgen. Das war eine normale Ausweiskontrolle. Dann brauchte man einen digitalen Impfnachweis. Einmal in Papierform den Impfnachweis und dann gab es so einen Zettel, wie ihr da seht, wo drauf steht, dass keine Gefahr von mir ausgeht oder so in der Art. Und dann war es das. Jetzt bin ich durch den Nebel durch, habe noch 12 Kilometer bis zu meinem ersten Punkt, wo ich denke, dass der gut ist zum Parken und Starten. Muss jetzt darauf achten, dass ich hier Höchstgeschwindigkeit 80 fahren darf in Norwegen. Interessiert anscheinend keinen anderen, aber naja, ist halt so. In dem Örtchen, wo ich jetzt gleich hin will oder zu diesem Punkt, ab da werde ich mein Navi auch umstellen, Autobahnen meiden und wirklich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, versuche alles über Land zu machen, um auch wirklich viel zu sehen. Ich hoffe aber, dass der Großteil mit Fahrrad und per Pedis zu erledigen ist oder zu erleben. Also jetzt hier die ersten paar Kilometer über Land. Ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Kleine Straßen, viel Grün, viel Steine, überall so kleine Hütten. Wunderschön. Ich bin angekommen. Norwegischen Boden unter den Füßen. Ich muss mir jetzt hier nur noch ein Plätzchen suchen, wo ich wirklich stehen kann. Das ist gerade Privatgrund und das muss ja nicht sein. Aber ich würde sagen, das war's mit diesem Video Anreise Norwegen. Zwischendurch ein wenig holperig, aber letztendlich doch eine super Anreise durch tolle Landschaften mit netten Leuten, die ich unterwegs wieder kennengelernt habe schon, gerade Flensburg. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen durcheinander war, vielleicht wieder Überlänge hat, wer weiß. Aber das ist halt so. Macht's gut, euer Markus.